Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar bin ich gerade im Garten und ich wurde schon des Öfteren gefragt, wie ich das eigentlich so mache mit den Kleinen in der Sonne und ob die Reborn-Babys eigentlich in die Sonne dürfen. Und ich habe ein bisschen recherchiert und mich ein bisschen bei Reborn-Herstellern schlau gemacht. Und heute möchte ich euch meine Ergebnisse erzählen und euch die Frage beantworten, ob die Reborn-Babys denn in die Sonne dürfen oder nicht. Ja, meine Lieben, und zwar ist es so, dass Reborn-Babys nicht in die pralle Sonne gelegt werden dürfen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel spazieren geht, solltet ihr darauf achten, dass die Babys immer im Schatten sind, im Kinderwagen oder so. Und auch wenn ihr im Garten seid, dass die Babys immer im Schatten liegen, so wie meine jetzt hier. Da sie sonst braune Flecken auf dem Vinyl bekommen, was man absolut nicht mehr wegbekommt, weil das sozusagen kleine Verbrennungen sind. Und die Färbung kann außerdem auch verschwinden und das ist natürlich auch nicht so gut, weil das kann man halt nicht so leicht erneuern. Dann. Also solltet ihr die Babys auf jeden Fall nicht in eine pralle Sonne legen oder in einen Raum, wo ihr wisst, dass die Sonne da auf jeden Fall irgendwie in ein paar Stunden reinscheinen wird. Das heißt, wenn das Babybett zum Beispiel vorm Fenster steht, die Sonne noch nicht da ist, ihr aber weggeht und die Sonne dann irgendwann doch da ist, das ist auf jeden Fall richtig gefährlich. Ja, aber was zum Beispiel der Urlaub oder so angeht, wenn ihr zum Beispiel in einem überhitzten Auto fahrt oder so, ist es nicht schlimm. Einige haben Angst, dass die Babys dann schmelzen, aber das geht nicht. Sie werden angemalt und dann werden sie in einem Ofen gebacken. Und der Ofen ist viermal heißer, als die Sonne es in eurem Auto hier sein kann. Deswegen keine Angst, die schmelzen nicht. Aber ihr solltet auf jeden Fall die pralle Sonne vermeiden. Das heißt, auch wenn ihr Auto fahrt, das Baby auf dem Arm habt, halt nicht in die Sonne, weil durch Glas ist die Sonne immer noch ein bisschen heißer. Aber ihr könnt auf jeden Fall damit in Urlaub fahren, das ist kein Problem. Und auch, wenn euer Zimmer relativ warm ist, ist auch kein Problem. Auch zum Beispiel im Winter, wenn die Heizung an ist, ist auch überhaupt kein Problem, weil wie gesagt, sie können halt nicht schmelzen. Aber halt die pralle Sonne ist überhaupt nicht gut für sie. Und das heißt, auch wenn ihr in Urlaub fahrt, und ihr zum Beispiel an einen Ort fahrt, wo es relativ warm ist, dass ihr halt da auch aufpasst, dass die Babys nicht in der Sonne liegen oder im Hotelzimmer nachher liegen und die Sonne dann auch reinscheint oder so. Das ist halt genau das Gleiche. Ja, und das war's auch eigentlich. Also, falls ihr mit den Babys rausgeht, passt da auf, weil diese Flecken gehen auf jeden Fall nicht mehr weg. Und nachher habt ihr so ein Fleckenbaby mit so ganz vielen braunen Flecken. Das sieht natürlich auch nicht schön aus. Deswegen behaltet die Babys immer im Schatten, so ein bisschen Sonne, wenn ihr mal kurz durch den Garten lauft, ist absolut nicht schlimm. Man redet hier wirklich von so einer Stunde die ganze Zeit in der Sonne liegen. Aber man sollte es natürlich auch nicht ausprobieren, weil jedes Baby hat eine andere Färbung und jede Färbung reagiert darauf anders. Das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Ja, und dann hoffe ich euch, ich habe euch geholfen und ja, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei den schönen warmen Tagen und bis zum nächsten Mal.